Ja, halli, hallöchen und ich heiße euch herzlich willkommen zur nächsten Folge von Alex, meine Lieben. Ja, wir sind im Vor. Ja, wir hatten in der letzten Folge eine Überlänge, weil wieder mal ein 5-6 Minuten langer Dialog war. Naja, das oder länger sogar, so unglaublich. Ja, wir sind hier im Vor, also noch einmal damit. Haben einiges an Aufgaben jetzt dazu bekommen. Eine haben wir wieder abgeschlossen. Dann gehen wir mal ins Inventar, würde ich sagen. Was haben wir da? Gewehre, die kann ich noch nicht nehmen. Was haben wir da für Ausrüstung? Magie haben wir noch keine Munition. Also wir haben eigentlich nicht wirklich... Haben wir Rüstung, Kopf, nö, Körper, Bein, Hand? Ich habe nichts. Noch keine einzige Rüstung. Also das ist schon sehr peinlich. Ich werde aber trotzdem schauen. Bei den Missionen. Hauptmissionen, Kontakt. Okay, den sollten wir mal angehen, aber ist egal jetzt. Gefährten, Krieger der Berserker, eine halbdefekte Blechdose, Edan, nö, was haben wir da? Brüche gemacht, das Lager der Outlaws läuft nicht mehr rund. Es gibt einige Probleme, die dafür sorgen, dass der Thron des Dukes zu wackeln beginnt. Wenn nicht schnell etwas geschieht, bricht hier das Chaos aus. William möchte, dass ich mich der Sache annehme. Mad Bob lässt schon sehr lange auf seine Lieferung warten. Ich soll für William zu ihm gehen und mich darum kümmern. William hat die Befürchtung, dass er mit seinen Lieferungen im Rückstand ist, da niemand mehr. Ja, bla bla bla. Also ich muss einmal einige Sachen machen. William verlangt, dass ich an einer Stelle den Kampf in der Arena bestreite. Es wäre eine große Ehre, im Namen des Dukes zu kämpfen. Lange Finger. Doc wurde richtig reines Zeug gestohlen. Ich soll herausfinden, wer das Schwein gewesen ist. Dafür gab er mir den Tipp, mich im Vergnügungsviertel umzuhören, wenn jemand das unter den Leute gebracht hat. Dann dort. Edgar, gut. Auf der Karte markieren. So, und was ist aber jetzt die Markierung, Leute? Schaut mal, das sind zwei. Eine orangene und eine gelbe. Super. Cindy. Das ist eine gelbe. Und da haben wir den Doc. Das ist die orangene Markierung. Also sollte ich mal zu Cindy gehen. Gut, dann werde ich das machen. Ich werde mal mit Cindy reden, jetzt werden wir nämlich wirklich einmal anfangen, einmal Questen zu machen. Wir tun immer nur herumschauen und mit jedem reden, aber jetzt müssen wir auch wirklich schauen, dass wir Questen machen, natürlich. Also, das ist natürlich klar. Da haben wir Elektroschrott. Nein, nö, das ist kein Elektro... Oh ja, Metallschrott. Elektroschrott, sage ich. Metallschrott. Da ist auch noch Metallschrott. Ha, cool. Ja, ein bisschen looten. Ja, ein bisschen Loot auf jeden Fall einmal. Keine Ahnung, für was er noch gut ist. Ich will mich aber nicht diesem Vor anschließen. Das sind mir die Leute einfach zu doof, ne? Ich will mich eher den Klerikern anschließen. Wirklich. Ich will mich denen nicht anschließen, Leute. Der ganze Metallschrott hier, wow. So, da unten soll irgendwo die Cindy sein. Ah, Heiltrank! Metallschrott und da haben wir Heiltrank. Ja, was wir so alles finden unterwegs. Ja, Wahnsinn. Hallo? Au! So, da irgendwo soll dieses Cindy sein. Da drin soll das Cindy sein, oder was? Hallo? Lass mich durch, ich bin Arzt. Boah, was ist das für eine Musik, Leute? Da drin vielleicht? Ich muss zur Cindy. Ja, da. Servus, wer bist du? Rausschmeißer. Ich darf nicht rein, wetten wir? Doch. Cindy. Outlaw, Outlaw. Da ist die Cindy.
Bist du das Cindy? Hä? Die wird oben sein, schätze ich mal. Boah, diese Musik, Leute. Mega. Grandios. Raus. Entschuldigung. Genau, du hast hier nicht mal. Das ja nicht nochmal. Raus. Ja, ich geh schon. Mach das ja nicht, ich sagte, noch mal. Genau. Mach, dass du Land gewinnst. Wo ist denn die Cindy hin? Wer bist du? Outlaw. Die ist da oben, sollte das sein. Cindy? Cindy! Crawford! Leute, wo ist Cindy? Also ehrlich gesagt, oh, da unten sollte sie sein. Die Cindy. Nö, da ist sie aber nicht. Leute, ich finde die Cindy nicht. Da oben ist sie auch nicht. Da ist ja die Markierung. Das sollte ja die Cindy sein. Na, schauen wir mal noch einmal rein. Vielleicht hier drin? Cindy? Nö, da ist sie auch nicht. Nicht, Leute. Servus. Keine Zeit. Okay, dann gehe ich rein. Ich kann jetzt nicht. Outlaw? Hank. Wenn du was von den Mädels willst, ja, sprich selbst mit ihnen. Oder bist du hier, weil du was zu beißen willst? Dann musst du warten, bis du an der Reihe bist. Was? Allerdings ist mir deine Nase noch nicht untergekommen. Du hast deine Ration wohl immer woanders besorgt, was? Ha! Wenn ich dich so angucke, wird mir auch klar, warum. Du bist vor kurzem durch die Wüste gestreift. Also? Mit nichts auf der Naht. Und da musstest du das fressen, was du am Wegesrand auflesen konntest. Ja und? Bist du der Koch hier? Bist du der Koch hier? Ich? Der Koch? Ha! Im Leben nicht! Aber ich gebe die Rationen aus. Du musst wissen, der Duke kümmert sich um seine Leute. Und wer für den Moment nichts zu beißen hat, der bekommt sein Fressen bei mir. Die Musik. Und das macht der Duke ganz ohne Gegenleistung? Und das macht der Duke ganz ohne Gegenleistung? Natürlich. Ich könnte zwar sagen, dass ein voller Magen nicht rebelliert oder auf dumme Gedanken kommt, aber ich will ja nicht die Großzügigkeit unseres Anführers untergraben. Mehr gibt es zu dem Thema auch nicht zu sagen. Wenn du zu uns gehören würdest, dann könntest du dir bei mir deine tägliche Ration abholen. Aber weil ich einen guten Tag habe, mache ich für dich mal eine Ausnahme. Hier, nimm. Gut, er hat eine Konservendose erhalten, okay. Du gibst doch sicher mehr als nur das Essen aus, oder? Überleben habe nicht. Hast du Arbeit für mich? Hast du Arbeit für mich? Das habe ich tatsächlich. Was? Unsere Karawane, die Nachschub aus Abessa liefern sollte, ist schon lange überfällig. Da du kein Outlaw bist, wärst du perfekt dafür geeignet. Hm? Ich brauche jemanden, der nach ihr sucht und auch die Schnauze halten kann, wenn es angebracht ist. Was? Wieso hast du etwas zu verbergen? Solange bezahlbar ist, ist mir egal, was los ist. Ich werde nicht für dich lügen. Wieso hast du was zu verbergen? Wieso hast du etwas zu verbergen? Kommt ganz darauf an, was mit der Karawane passiert ist. Wenn sie von Alps überfallen wurden, darf niemand davon erfahren. Solange ich bezahlt werde, ist mir egal, was los ist, ja.
Solange ich bezahlt werde, ist mir egal, was los ist. Ich wusste doch, dass ich dich richtig eingeschätzt habe. Weißt du, es könnte einen Aufstand geben, wenn herauskommt, dass unsere Nachschubrouten abgeschnitten wurden und die Alps dafür verantwortlich sind. Nimmst du diesen Auftrag an, muss ich sicher sein, dass du die Klappe halten kannst. Denn wurde die Karawane tatsächlich überfallen, darf es keine Zeugen geben. Unter gar keinen Umständen. Da gibt es doch im ersten Satz, ich werde die Karawane suchen. Zeig mir deine Waren. Zeig mir deine Ware. Naja, klar. Okay. Hast du Heiltränke für mich? Das ist einmal die Frage. Nö. Schließen. Ich werde die Karawane suchen, ja, du Sack. Ich werde die Karawane suchen. Sehr gut. Ich denke, ich kann dir vertrauen. Und keine Angst. Ich bezahle meine Leute immer und großzügig. Hauptsache, du tust, was ich gesagt habe. Ja. Also geh jetzt. Und nochmal. Wenn es ein Überfall der Alps war, dann sorg dafür, dass niemand etwas davon erfährt. Ach, eins noch. Findest du Warenkisten? Bring sie mir. Alles klar? Klar. Mission Mäuler stopfen, okay? Zeig mal, Ende. Ja, ich brauche die Cindy. Wo ist denn diese Cindy? Hinsetzen, Klappstuhl. So. Wer ist denn da, Alter? Keine Ahnung. Mal aufstehen. Kann ich mit dir reden, Cindy? Ich kann nur stehen. Ich kann mit dieser Dame nicht reden. Sollte das die Cindy sein? Cindy! Kann ich reden mit dir? Es ist unglaublich. Also, Leute. Ich kann nur da alles stehlen. Ich soll mit der Cindy reden, aber ich kann es nicht. Ja, tut mir leid, ich wurde gerade angerufen, wieder einmal. Das ist immer während dem Let's Play irgendein Schrott. Ich hasse es, echt jetzt, Leute. Ja, und das stört mich. Da soll dieser Cindy sein. Ja, ich sollte mit dir reden. Da ist der Doc. William, Red, Barkeeper, Chloe. Ja, sonst sollten wir eigentlich... Ich habe keine Ahnung. Wir sollten mit der Cindy reden. Cindy. Ach, das ist schon... Leute. Du hast es nötig, was? Genau, raus hier. Ja, geht eine Ruhe. Cindy. Ich kann mit der Cindy nicht reden. Ich verstehe es einfach nicht, Leute. Also es geht schleppend voran. Von Folge zu Folge. Ach, Leute, na wirklich. Missionen. Markierung löschen. Und wahrscheinlich ist die Cindy jetzt weg auf der Karte, ja. So, schauen wir mal. Offene Rechnungen. Big Buy. Möchte das Alter von Orne wieder in Behandlung? Brüche gemacht, lange Finger. Mäuler stopfen, ein menschlicher, ein mechanischer Wächter.
Kata hat sich einen Plan ausgedacht, um nicht mehr von der Vorwache schieben. Okay. Im Namen der Familie. William verlangt, dass ich an seiner Stelle den Kampf mit Arena. Dass ich an seiner Stelle den Kampf in der Arena bestreite. Es wäre eine große Ehre, im Namen des Dukes zu kämpfen. Soll ich das noch auf der Karte markieren? Ja. So. Es sind wieder zwei. Big Jim und William. Da drüben ist der Big Jim. Gelb. Gut. Ja, also mit der Super Cindy, toll, ja. Kann ich nicht reden, Leute. Das ist das, was ich einfach doof finde. Kann mit ihr nicht reden. Hier drüben. Wie geht's hier rüber? Ja, da. Keine Ahnung, ob wir jetzt schon eine Chance in der Arena haben. Ich will mich denen nicht anschließen, Leute. Ich will mich denen einfach nicht anschließen. Die sind so unfreundlich und... Will ich nicht. Ja, ich gehe zu Big Jim in die Arena. Ja, schauen wir mal. Vielleicht treffen wir da noch irgendwen. Rohes Fleisch. Aufnehmen. Wer bist du? Liam. Aha, Liam. Wer bist du? Hey, du. Hi. Du bist doch neu hier. Ja. Ich weiß nicht, ob man es dir erklärt hat, aber der Duke, also mein Boss, erhebt Steuern auf sein Territorium. Was? Und ich, armes Schwein, darf sie eintreiben. Und weiter? Ich habe dem Boss schon oft genug erklärt, dass ich kaum dafür geeignet bin. Aber wenn ich ihm die Splitter nicht bringe, legt er mir einen Strick um den Hals oder hetzt mir meine Frau auf den Arsch. Ja, lass mich raten. Du würdest mir also einen riesigen Gefallen tun, wenn du mir die Kohle gibst, ohne Ärger zu machen. Ja, ja. Ich habe nämlich kein Interesse daran, als Krähenfutter zu verenden. Ha! Ich soll für meine Anwesenheit bezahlen. Du hast Angst vor deiner Frau. Du hast Angst vor deiner Frau? Wenn du mit ihr zusammen wärst, hättest du das auch. Was? Ich bin nur mit ihr zusammen, weil sie es so wollte. Aber von mir aus kannst du mich später über sie ausfragen. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Also, was ist jetzt mit der Kohle? Nix da. Ich glaub dir kein Wort, echt jetzt. Ich glaube dir kein Wort. Ich bin bis jetzt wirklich freundlich gewesen. Du Sack. Aber wenn du mir die Splitter nicht freiwillig gibst, muss ich sie mir nehmen. Der Boss was? Steht in der Sache ganz klar hinter mir. Also leg es besser nicht darauf an. Jeder weiß, dass ich das tun muss und sie werden nicht zögern, mir dabei zu helfen, dir die Taschen zu leeren. Was? Und ob was? Du dann weißt du mit noch rum? In einem Stück bist, wer weiß. Du willst meine Splitter? Da zieh deine Waffe. Ach, Leute, ich habe eh keine Splitter mehr. Ja, weißt du was? Ich will keine Ehre, ich habe eh keine Chance. Hier hast du die Splitter. Das reicht leider noch nicht ganz. Zunge spinnst. Es ist exakt die Hälfte von der Summe, die der Boss haben will. Und glaube mir, ich weiß, was du denkst. Sitzt da rechts, aber... ich habe die Regeln nicht gemacht. Du willst meine Splitter? Reicht das jetzt? Reicht das jetzt? Ja, der Boss wird erfreut sein. Na, für die nächste normalerweise Zeit hast du deine Ruhe. Das garantiere ich dir. Also normalerweise würde ich den so richtig fertig machen, aber ich hab keine Chance, Leute. Das vergesst es. Erzähl mir mehr über deine Frau. Meine sogenannte Frau, Iron Madison, das Dreckstück, behandelt mich wie Abfall. Wegen ihr ist mein Ruf im Eimer. Jeder Penner lacht über mich. Als mein Vater nie noch am Leben war, lagen die Dinge anders. Ach. Vor dem hatten sie Respekt. Jetzt heißt es nur noch, seht, da ist Liam, Nies Sohn, die größte Witzfigur weit und breit. Ja, bist du auch. Ich sag dir, irgendwann vergifte ich das Weib und hab meine Ruhe vor ihr und allen anderen. Eine Trennung kommt nicht in Frage. Eine Trennung kommt nicht in Frage?
Schon wieder 20 Minuten Dialog, Leute. Das ist der Kopf von meinen Schultern, wenn ich diesen Schritt gehe. Früher, ja, da hatte sie noch etwas, das man als sympathisch bezeichnen kann. Aber seit der große Boss und die anderen starken Kerle im Fort kein Interesse mehr an ihr zeigen, ist bei ihr eine Sicherung durchgebrannt. Sie konnte es wohl nicht ertragen, dass andere ihren Platz eingenommen haben. Und ihren Frust baut sie jetzt mit Schlägen ab. Wenn sie niemanden findet, schlägt sie den, der ihr am nächsten ist. Aber ich will nicht weiter über sie reden. Im Gedanken bin ich eh bei einer anderen. Du bist so ein Vogel, echt. Also, normalerweise würde ich dir so eine reinhauen und würde dich sofort killen, echt jetzt. Aber wenn ich nicht wüsste, dass ich eh keine Chance eigentlich habe mit dem, was ich habe, weil ich habe ja nichts. Ja, leider Gottes, er muss mich dem fügen. Achso, da ist die Arena, Leute. Da ist die Arena. Und da soll ich gegen diesen komischen da kämpfen. Das werde ich aber dann in der nächsten Folge machen, meine Lieben. Und wir sehen uns dann morgen wieder in der nächsten Folge von Elex. Bleibt dran und bis zum nächsten Mal. Game over. Ciao.